Valery Gladonetz hat seinen Einberufungsbefehl für die ukrainische Armee bekommen. Anprobe im Fabrikverkauf eines Uniformherstellers. Noch ist unklar, wann genau der Musiker aus Kiew an die Front muss. Ich denke, ich kann dort nützlich sein, wenn es soweit ist. So Gott will, werde ich dort meine Arbeit machen. Ich will aber kein Kanonenfutter sein. Der Vater zweier kleiner Kinder kauft mit Spendengeldern Jacken und Hosen für ukrainische Soldaten, die im Osten gegen die prorussischen Rebellen kämpfen. Seit 2 Wochen so heftig wie seit vergangenem Sommer nicht mehr. Doch der künftige Rekrut ist vom Sieg der ukrainischen Armee überzeugt. Auch jetzt in Debaltsevo. Wir werden diesen Kampf gewinnen. Der Feind hat große Verluste. Doch immer wieder bekommen sie neue Waffen aus Russland. Debaltsevo, das liegt zwischen den beiden Separatisten-Hochburgen Donetsk und Lugansk, wird aber von der ukrainischen Armee gehalten. Für die pro-russischen Separatisten ist die Kleinstadt ein wichtiges strategisches Ziel. Hier kreuzen sich Bahnlinien und Straßen. Wir versuchen, den Ort einzukesseln, so schnell wie möglich. Aber wir sind nicht interessiert an großen Verlusten unserer Soldaten. Deshalb wird die Operation etwas länger dauern. Die Zivilbevölkerung leidet. Nur mühsam kommt das Internationale Rote Kreuz in die Nähe des Kampfgebietes wie hier nach Jenakiewo. Eine Notunterkunft. Hier leben die, die gar nichts mehr haben. Die Front liege nur 10 Kilometer entfernt, sagen Helfer und Flüchtlinge. Früher hatte ich Arbeit, jetzt ist alles kaputt. Wir mussten hierher kommen, die Rebellen haben uns hierher gebracht, weil wir von Granaten beschossen worden waren. Es ist bitterkalt und anders als in den größeren Städten gibt es in den kleinen Siedlungen keine Lebensmittel mehr zu kaufen. Besonders entlang der Frontlinie. Die Menschen leiden wegen der Kämpfe. Es gibt Tote und Verwundete, viel Zerstörung. Jetzt bei diesen winterlichen Verhältnissen können viele nicht weg von dort, auch nicht, um Essen zu kaufen. Es ist alles sehr schwierig. Bald wird auch Valery Gladonetz aus Kiew dort kämpfen. Die Vereinten Nationen berichten von mittlerweile 5.100 Toten in diesem Konflikt. Nahe der Front stehen alle Anzeichen auf weitere Eskalation.